So, da hatte ich jetzt hier, hatte ich die wahrscheinlich irgendwie ausgewählt, oder? Keine Ahnung, wir gehen einfach mit der. Das Visier mag ich mehr auf jeden Fall als eben das. Wobei eben das war eigentlich auch nicht verkehrt. So, Jungs. Wo seid ihr? Wo sind die alle? Ah, da. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Spielen wir einfach TDM. Nice. Einfach auch mal ein entspanntes Ründchen TDM zocken. Was ein interessanter Spot hier. Dass man sich jetzt so schön um diese Ecken lehnen kann, das finde ich geil. Das hat mir in Cold War immer gefehlt. Weil das mag ich. Einfach so dieses hier so um die Ecken lehnen. Ja, funktioniert jetzt natürlich nicht, wo ich es zeigen will. Hier so meine ich. Das ist einfach, das liebe ich. Und auch einfach, dass man die Waffe abstellen kann, um weniger Rückstoß zu haben und so. Das sind einfach coole Features, die Cold War gefehlt haben und jetzt mit Black Ops 6 wieder eingeführt werden. Beziehungsweise zum ersten Mal eingeführt werden in den Black Ops Teilen. Das neue Movement, dem kann ich noch nicht so viel abgewinnen. Stört mich jetzt auch nicht, aber ich check's auch irgendwie gar nicht richtig, wie man das benutzt. Bin ich irgendwie zu dumm für. Also klar, man kann jetzt zur Seite rennen, man kann nach hinten rennen und all so Sachen, aber weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber dieses so zur Seite werfen und so oder nach vorne werfen oder nach hinten werfen, dafür muss man halt rennen. Ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das bestimmt spaßig. Aber noch bin ich zu blöd einfach. Bin ich einfach aktuell noch zu blöd für. So. Okay. Ich habe aber wie immer das Problem, dass ich die Gegner suche. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Das geht mir in jedem COD so. Ich bin irgendwie einfach zu blöd. Ich laufe Wege, die keiner geht. Die Action geht irgendwie immer woanders ab. Mach deinen Taktik-Sprint an. Dann fragst du dich das nie wieder, wie mein Taktik-Sprint. Meinst du, dass ich von alleine sprinte beim Laufen? Oder meinst du den hier? Ja, aber ich mag das nicht. Ich entscheide gern selber, ob ich renne oder nicht. Weil manchmal will ich nicht rennen. Und ich habe Rennen hier hinten auf der Taste, deswegen ist das überhaupt nicht störend für mich, das zu drücken. Aber ich habe halt noch nicht so dieses Gefühl dafür, so zur Seite zu rennen, weißt du? Wenn ich zur Seite laufe, drücke ich die Sprint-Taste halt nicht, weil die habe ich ja sonst nie gedrückt. Weißt du, wie ich meine? Da muss man sich halt einfach noch dran gewöhnen und irgendwie probiere ich es gar nicht. Ich probiere gar nicht erst, mich dran zu gewöhnen. Vielleicht lohnt es sich in dem Spiel echt, das anzumachen, wenn es eh jeder macht. Aber ich mag es halt auch einfach mal. Einfach mal hier so langsam zu gehen, so. Guck mal, wie ich hier schleiche. So. Ich müsste halt. Ja, man muss das halt gedrückt halten, dann, wenn man zur Seite springt. Ich check schon, wie das geht, aber irgendwie hatte ich jetzt auch noch nie das Bedürfnis, das zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ah. Da kommt der Spaß her. Sind die denn schon? Oh, ja, hätte ich nicht zu laut sagen sollen, dann kommt er direkt um die Ecke. Wenn ich jetzt hier drüber und dann. Naja, aber irgendwie habe ich den Flow noch nicht dafür. Na klar, nachladen kurz, kein Problem. So. Nach hinten. Ja, okay. Muss man sich, glaube ich, einfach kurz dran gewöhnen. Junge, die sitzen einfach alle da oben zu dritt. Da mache ich nichts. Aber vielleicht mal eine Granate rüberschmeißen. Ja, scheinbar schon ein begehrter Platz hier.
Jetzt verstecken sie sich beide. Ah, hier darf ich mich nicht drum lehnen. Sag mal. Glaub's geht los hier jetzt. Da kann man ja eigentlich mal kurz ein bisschen in die Ferne gucken. Ja, mal ein bisschen die Grafik abchecken. Und das mal so ins Spielgeschehen vertieft. Ja, den Spot, der gefällt mir. Hör, das kam doch von hier. Wo kam das denn jetzt her? Kann ich eigentlich da oben durchwerfen? Ja, kann ich. Ah, das ist cool. Ach, das ist gar keiner, das ist eine Leiche. Das ist natürlich auch blöd. Junge, er liegt nicht ernsthaft da auf dem Boden. Was ist das denn? Leute, was ist das denn? Das muss doch echt nicht sein. Warum waren die jetzt alle hinter mir? Ach, Mann. So. Jetzt liegt hier keiner. Schon geil, wie der so vorbeigeflogen ist. Oh, schade. Das waren beide. Das ist so eine witzige Pose, wie die da so auf dem Arsch sitzen. Wer kam auf diese Idee? Wer dachte sich, das ist die, dieses Feature fehlt uns noch im Spiel? Also man kann damit bestimmt schon coole Killcams machen, aber... Naja, ich sag mal so, ne? Wie relevant ist das wirklich am Ende des Tages? Kann man gut als neues Feature verkaufen, aber die Frage ist, ist das ein Feature, was uns gefehlt hat? Ich weiß ja nicht so recht, ne? Ich weiß ja nicht so recht. Die Feed, schade. Und letzter hier, komm, hör mir auf. Hör mir auf. Leute. Ich würde sagen, das war jetzt nochmal ein schöner Blick hier in die Beta. Morgen sehen wir uns mit Requisitenjagd wieder um 20 Uhr, wie gewohnt. Mal gucken, vielleicht schauen wir die Tage nochmal in die Beta rein, bevor Schluss ist. Oder nochmal, wenn die Public Beta startet, schauen, ob sie dann nochmal eine neue Map reinmoven oder so. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß es nicht. Vielleicht bringen sie dann nochmal einen anderen Modus rein. Wie gesagt, das soll es für... heute erstmal gewesen sein mit mit Black Ops 6. Ja, mein Fazit bleibt bestehen. Es ist so eine Mischung aus MW3. Es fühlt sich für mich an eigentlich wie eine Mischung aus Vanguard, MW3 und Cold War. Das ist, glaube ich, final mein Fazit zu dem Spiel.